Hier sieht man die Zutaten für den nächsten Test mit der Shisha-Kohle. Die passt optimal in das Fännchen, das Teelicht-Fännchen und das andere Schälchen passt genau oben drauf. So, jetzt werden wir mal die Kohle anzünden. Dazu gehe ich jetzt aber raus. Also wir haben fast 400 Grad. So, jetzt stelle ich das Fännchen drauf. Drücke es ein bisschen an. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Ich muss das nochmal anzünden, damit die Glut richtig durch ist. Und jetzt lege ich es wieder ins Fännchen. Jetzt hört man das sogar schon zischen. Also da scheint richtig Power drin zu sein jetzt. So, jetzt lege ich das Fännchen oben drauf und dann schauen wir mal. Ja, Windschutz brauchen wir eigentlich nicht, weil das ist ja keine Flamme. Es geht schon los. Schneller wie beim Teelicht.
Ich glaube, das ist schon wieder aus. Ich gucke mal. So, die Kohle glüht. Jetzt stelle ich das Teelicht, also das, die Teelichthülle drauf. Die ist ein bisschen dünner vom Material. Alu. Und ich habe einen Tropfen Wasser reingetan.
So, jetzt habe ich mein optimales Stöfchen gefunden, weil ich will ja nicht ewig am Stand bleiben. Ich will ja höchstens eine halbe Stunde, sagen wir mal, warten und dann die Kerze auspusten. Dann muss das durch sein.
So, ich würde sagen, das ist vorbei. Das ist der Rest, der übrig bleibt. Aber wie man gesehen hat, ist er genug verdampft. So, zum Schluss noch mal ein kurzes Fazit, was ich alles probiert habe. Und zwar habe ich das als Verdampferfännchen genommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, auch bei ganz dicht über der Flamme. Also die hat sogar den Boden berührt. Das ging nicht. Auch bei der Shisha-Kohle ging das auch nicht. Also sehr, sehr schlecht. Soll ja einen kurzen Zeitraum eigentlich verdampfen. Also so möchte ich das haben, weil ich nicht da stundenlang am Stand sein will. Wegen Brandgefahr und so weiter. Teelicht ist klar. Und was gut oder was funktioniert hat, ist der Teelichtbehälter an sich. Da die Oxalsäure rein auf die Kohle. Das hat funktioniert. Also eine gut durchgeglühte Kohle. Die kann man dann wiederum da reinmachen und draufstellen. Bloß an die Kohle muss Luft kommen, sonst glüht die nicht. Die geht dann aus. Deswegen hatte ich das dann andersrum. So und so. Aber am schnellsten funktioniert das hier mit dem Gitter, den Schraubverschluss von der Weinflasche war das hier. Direkt über die Flamme. Das ging am schnellsten, sah man ja jetzt in dem letzten Teil vom Video. 1,5 Milliliter. Hab so eine Spritze zum Aufziehen, die Oxalsäure da rein. Aber ob ich es machen werde, ich habe ja noch mein elektrisches Teil. Ich wollte das bloß mal testen, weil es schon eine smarte Sache ist. Vielleicht wird es ja mal zugelassen. Dann können wir froh sein. Dann würde ich das auch mit dem Stöfchen machen. Wenn das so anwendungssicher ist. Oder sicher für den Anwender. Gut. Das war mein kleiner Test. Also es funktioniert. Funktioniert ja sogar wie mit einem Löffel. Gut, dann danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.